Laying out on the ground with the waves rolling in. We're counting the stars and the lines on our skin. Keine Ahnung, was mit mir los war. Mein Körper war plötzlich wie ausgeknipst, wenn er mir nicht mehr gehorcht hätte. Ganz komisch. Hattest du sowas schon öfter? Nein. So ist es mir noch nie passiert. Hattest du Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen? Nein, nur das, was ich dir gerade gesagt habe. Bianca, ich wollte gern noch was anderes ansprechen. Die Sache mit Julian und mir. Ich will, dass du weißt, dass da keinerlei Gefühle im Spiel sind. Alexandra, bitte. Dafür habe ich jetzt keinen Nerv. Was ist denn da passiert? Ach, ich habe mich beim Putzen im Zimmer von Isas Mann an einem Medizinfläschchen geschnitten, das mir runtergefallen ist. Was war das für ein Medikament? Vitamine, hat er gesagt, zum Aufbau des Immunsystems. Ah, okay. Gut, also Vitamine lösen solche starken körperlichen Reaktionen nicht aus. Daran kann es nicht gelegen haben. Ich würde dich gerne zur Sicherheit nach Bad Tölz in die Klinik überweisen. Die sollen dich noch mal gründlich durchchecken. Nein, das braucht's wirklich nicht. Mir geht's auch schon viel besser. Und außerdem wartet noch in der alten Post ein Haufen Arbeit auf mich. Wir müssen aber die Ursache für deinen Zusammenbruch rausfinden. Ich nehme dir jetzt noch Blut ab. Alles klar. Und Bianca, bis die Ergebnisse da sind, ist absolute Ruhe angesagt. Ich will nicht, dass du mir nochmal zusammenklappst. Brand new apartment, we sat on the floor. A blow-up mattress in some plastic folds. Clothes on the counter. Hey. Keys in the door. Hi. Sarah hat mir gesagt, dass du in der Praxis die Flucht ergriffen hast. Ich hab mir schon gedacht, dass ich dich hier finde. Ich hatte einen kleinen Gute-Ratschläge-Overload. Deine Familie? Ja. Ich habe ihnen heute Morgen mitgeteilt, dass ich die Entscheidung getroffen habe, nach Chicago zu gehen. Und ich dachte, ich hatte meine Argumente gut begründet. Trotzdem nicht so gut an, hm? Nee. Seitdem versuchen sie es mir alle auszureden. Erst Fabian, dann Sarah und vorhin sogar mein Vater. Verstehe. Was denken die sich denn? Dass es mir total leicht fällt, Wiesenkirchen wieder zu verlassen? Aber komm, jetzt auch schon egal. Schieß los. Was meinst du? Du willst doch auch was sagen, oder? Warum bist du hier? Dass du immer für mich da bist. Hey, Bellissi, ich hab dir solche Sorge gemacht. Dein Vater ist im Dreieck gesprungen. Ich konnte ihn kaum beruhigen. Was hat die Frau Tochter gesagt? Scheinbar nur ein Schwächeanfall. Ja, aber hat sie dir was gegeben? Ne? Therapie, Medikamente? Papa, es geht schon wieder. Alexandra hat doch gesagt, dass du dich ausruhen sollst. Komm, ich bring mich am besten gleich aufs Zimmer. Ich mach das schon. Wie du machst das schon. Sie haben doch sicherlich noch was anderes zu tun, Herr Gerlach, oder? Sie
Sie müssen meine Tochter in Ruhe lassen. Sie will nichts mehr von Ihnen wissen. Gewischen? Ihre Tochter würde vermutlich mit einer Kopfverletzung im Krankenhaus liegen, wenn ich sie nicht aufgefangen hätte. Sie kann also froh sein, dass ich da war. Ah. Julian hat gut reagiert. Sehr gut reagiert. Er hat Bianca direkt in die Praxis gebracht. Du hast alles richtig gemacht. Noch schöner wäre gewesen, wenn er sie da liegen gelassen hätte. Ja, es war ja wohl das Mindeste. Außerdem war ja noch Matti dabei. Der ist nämlich ein Guter. Mach dir nichts draus, okay? Papa, warte mal. Du wirst nach Chicago gehen, stimmt's? Lukas. Ich kann verstehen, dass du deinem Mann helfen musst. Es steckt praktisch in deiner DNA. Würdest du es nicht tun, wärst du nicht du. Genau deshalb mag ich dich. Weil du so bist, wie du bist. Das ist wirklich ein ganz beschissenes Timing. Ja. Das ist nicht vorbei. Ich finde einen Weg, irgendwie. Irgendwann. Dottore, Cappuccino, Tee? Dann hatte ich warte noch auf jemanden, vielleicht hinterher. Einfach okay. Gerne. Danke. Hallo. Herr Dr. Kreuz, Sie wollten mich sprechen. Bitte, setzen Sie sich. Ich nehme an, es geht darum, dass Isabel mich in die Staaten begleitet. Herr Dr. Hansen, ich fordere Sie auf, ohne meine Tochter nach Chicago zu fliegen. Sie können nicht erwarten, dass Isabel hier alles hinwirft, bloß um Sie zu unterstützen. Ich habe Isabel nie um irgendetwas gebeten. Und wenn ich Sie daran erinnern darf, ich wollte nicht, dass sie überhaupt von meinem Gehirntumor erfährt. Ach, hören Sie doch auf mit der Geschichte. Das habe ich nie geglaubt. Sie wussten ganz genau, dass es irgendwann rauskommt und dass Isabel sich dann verpflichtet fühlen würde. Und zu dem Zeitpunkt bin ich davon ausgegangen, dass meine Ehe am Ende ist. Aber das hat sich jetzt zum Glück geändert. Wir haben uns wieder angenähert. Alte Gefühle sind wieder neu entfacht. Schwachsinn. Zumindest was meine Tochter betrifft. Wenn überhaupt, dann fühlt sich Isabel durch ihr Eheversprechen gebunden. Ich liebe ihre Tochter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihr nicht ganz so egal bin, wie Sie das gerade beschreiben. Isabels Unterstützung und Wärme gibt mir gerade überhaupt den Mut und die Kraft, weiterleben zu wollen. Diese ganzen Strapazen auf mich zu nehmen. Herr Dr. Hansen, ich kann gut verstehen, dass Sie meine Tochter an Ihrer Seite haben wollen. Aber wenn ich genau drauf sehe, dann sehe ich einfach nur einen riesengroßen Egoisten. Sie sehen doch, wie glücklich Isabel hier ist. In Wiesenkirchen, mit ihren Freunden, ihrer Familie. Ein Job, den sie liebt. Und das alles wollen Sie ihr wirklich ernsthaft wegnehmen? Natürlich nicht. Nein. Wenn Sie meine Tochter wirklich so sehr lieben, wie Sie sagen, dann geben Sie sie frei. Frau Singer, dann sehen wir uns nächste Woche, es sei denn, Ihre Bauchspeicheldrüse macht vorher noch mal Probleme. Dann klingeln Sie noch mal durch, ja? Das mache ich, Frau Doktor. Servus. Servus. Mama, waren wir verabredet? Nein, nein.
Ich wollte nur noch mal kurz was mit dir besprechen wegen der Brautkleidanprobe. Ich habe noch mal bei Brautmoden schön in München angerufen. Und die hätten entweder diesen Samstag noch was frei oder den Samstag darauf. Also Bianca wäre dieser Samstag lieber. Was meinst denn du? Hm. Hallo? Olle Mutti an verpeilte Braut? Sorry, ich war gerade mit meinen Gedanken woanders. Ja, das habe ich gemerkt. Und was geistert in deinem Köpfchen so rum? Fabian ist so geknickt, dass Isa zurück in die USA reist. Er hat sich gefreut, dass sie seine Trauzeugin wird. Und ja, er ist nicht der Junggesellen-Abschiedstyp, ist klar, aber ich hörte etwas vom Bauchladen und Zigarre, also... Ja, die Party wäre bestimmt der Knaller geworden. Ach du, da fällt mir ein, ich muss mir noch notieren, dass wir jemanden brauchen, der eure Trauung live mitfilmt. Ja, dann kann Isa wenigstens online dabei sein. Sag mal, Mama, du machst dich wirklich gut als Weddingplanerin. Ich weiß. Vielleicht starte ich ja neben meinem Heilpraktikerjob noch eine zweite Karriere. Aber weißt du, die Trauzeugen sind doch gar nicht so wichtig. An diesem Tag geht es einzig und allein um dich und Fabian. Um eure Liebe. Und dass endlich zusammenkommt, was schon immer zusammengehört hat. Du bist gut. Du bist wirklich gut. Ja, ich weiß. Aber wegen was jetzt nochmal genau?